Wir schauen uns den Survival Simulator Nobody the Turnaround an und starten direkt rein in die Demo. Dead Trap. Dein Vater hat im Casino und in den Spielotheken sein ganzes Geld verloren und hat Schulden aufgenommen, um noch mehr spielen zu können. Und dann ist er weggelaufen. Hat unsere Familie alleine gelassen mit all den Schulden. Und wir wurden natürlich von den Inkassofirmen ganz schön gestichelt. Unsere Mutter wurde krank und musste ins Krankenhaus. Als der älteste Sohn der Familie hatten wir keine Wahl und mussten unsere jüngste Schwester zu Hause alleine lassen, um hart zu arbeiten und die ganzen Schulden zurückzuzahlen. Hi! Du weißt, dass du mir noch ein bisschen Geld schuldest, oder? Ja. Er sagt, wir sollen nicht tot spielen. Machen wir schon nicht. Loan Shark, Kreditei. Und wir fragen einfach mal, hey, was willst du eigentlich von uns? Und er erzählt jetzt von unserer jungen Schwester und weiß anscheinend mehr, als wir, ja, als wir bereit sind, dass er weiß. Nicht so schön. Und es sind genau 10.000, die wir ihm schulden. Wir haben das Geld nicht. Und er sagt, ja, das weiß ich. Du brauchst ein bisschen Zeit, um das zu machen. Aber 100 am Tag solltest du schon in Raten abzahlen. Ja, ihn interessiert es nicht, dass es nicht unsere Schulden sind. Und ja, das lese ich mal nicht vor. Aber wir schauen mal, ob wir das Geld finden können. Wir warten ein bisschen. Wir bekommen keine Nachrichten mehr vom Kreditei. Aber es ist natürlich schon ein bisschen schwierig. Das scheint unsere kleine Schwester zu sein. Yao Yao. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und wir unterhalten uns ein bisschen mit ihr über unsere Mutter. Und ja, wir kriegen da schon alles hin. Wir kriegen da schon alles hin, kleine Yao Yao. Und wir sagen ihr, es ist alles unsere Schuld. Und sie sagt, nein, nein. Es ist die Schuld unseres Vaters. Ja, wir schauen mal, wie weit es kommt. Wir wissen natürlich auch nicht, was steckt dahinter. Warum ist unser Vater abgehauen? Ist er vielleicht gar nicht abgehauen? Wurde er vielleicht entführt? Wurde er vielleicht getötet? Wir wissen es alles nicht. Deswegen will ich hier noch nicht zu früh urteilen. Und sie fragt uns, wie es uns geht. Und wir sagen, so gesund wie ein Pferd. Warum fragst du denn? Und dadurch haben wir hier auch eine Eigenschaft erhalten, und zwar Hank. Ja, das ist gut. Gefällt uns gut. Und Yao Yao scheint es auch ganz gut zu gehen, bis auf natürlich die Schulden, die natürlich auch seiner kleinen jungen Seele auf den Rippen stecken und dann natürlich auch die Mutter, um die sie sich sorgen muss. Alles nicht so schön, aber wir gehen weiter. Ja, was sind wir? Wir sind, ja, ein Superheld, Brotverdiener. Und bekommen dadurch den Trade Akrobat. Sehr, sehr schön. Und ja, Yao Yao muss weg, sie ist gerade bei der Pharmazeutin und bekommt jetzt die Medikamente. Alles wunderbar. Und wir sagen, ja, was sagen wir ihr? Mach weiter so. Du machst wirklich, du leistest gute Arbeit für unsere Mutter. Trades Hard Worker. Der nächste Stopp ist Longgang Dorf. Das ist der Busfahrer. Wir nehmen unsere Tasche und
gehen raus. Screech! Das ist das Bremsen unserer Bahn. Wir sind angekommen. Wunderbar. Und hier sind wir. In Longgang. Hier sind wir angekommen. Was passiert, wenn wir auf die Straße gehen? Ist dann das Spiel vorbei? Ich habe nicht damit gerechnet, aber ich finde es schön, dass es geht. Okay. Wir spielen. Oh, eine Landlady spricht uns an. Was möchtest du denn von uns? Sie fragt, ob wir ein Zimmer brauchen. Hm, interessant. Und sie leitet nämlich ein Hostel. Interessant. Und es ist direkt nebenan vom Jobcenter. Als wenn sie sehen würde, dass wir gerade was suchen. Oh, hier gibt's Crepe. Also wir spielen ja ganz offenkundig in China, deswegen schätze ich mal, dass es kein Crepe ist. Aber es sieht schon alles danach aus. Ich hätte gern einen. Mit Kinderschokolade. Das sieht hier nicht, das sieht hier irgendwie nach Gemüse aus und so. Aber Kinderschokolade wäre schon schön. Ja. Schauen wir mal. Sie fragt uns, hä? Willst du es doch nicht annehmen? Aber du brauchst doch irgendwas für die Nacht. Ich sehe es dir doch an. Hm. Sie ist ganz schön nervig. Aber wir sagen ihr, nein, nein, hier. Der Fußweg, der sieht schon relativ gemütlich aus. Da können wir uns schon hinlegen. Nein, sie sagt, es ist kalt heute Nacht. Das ist nicht sicher. Wir machen einen Deal. Du bekommst heute Nacht kostenlos ein Zimmer. Und morgen musst du einfach dein Geld verdienen. Wunderbar. Sehr, sehr cool. Nette Frau. Und wir können uns was aussuchen. Entweder wir nehmen hier so ein Shared Room, also ein Zimmer, welches wir uns teilen müssen. Oder ein Einzelzimmer. Aber wir nehmen natürlich erstmal, ja, wir nehmen erstmal das Zimmer für 0 Yen. Und das sind wir. Wir haben eine ID-Card, wir haben ein Handy, wir haben ein richtig schönes Shirt und Homely Hostel Shirt. Ja, das ist unser neuer Wohnsitz. Und da gibt es hier jetzt auch verschiedene Dinge, die wir beachten müssen. Und zwar so ein bisschen Sims-mäßig die Bedürfnisse von ihm. Da sehen wir hier auch die verschiedenen Werte, die wir haben. Und drei davon haben wir eben durch das Gespräch mit Yao Yao erhalten. Ziemlich cool, wie ich finde. Macht einen schönen Ersteindruck. Und hier gibt es sogar einen Clean-Wert von unserem Hemd. Wie sauber das ist. Wie cool. Das gefällt mir richtig gut. Wir haben 51 Yen. Ich nenne es einfach mal Yen, auch wenn es falsch ist. Und dann würde ich sagen, wo gehen wir hin? Weiß ja noch nicht, wo wir hin müssen. Ja, this way to the job center. Ja, wohin? This way. Geradeaus vielleicht nur. Als, ja, das ist ja perfekt. Und da ist ein süßes Mädchen, welches uns begrüßt. Und sie fragt uns, wie es uns geht und ob wir ein bisschen Sprachtraining brauchen. Und wir sind total verliebt, ja. Sie ist wie eine Sommerbrise. Und wir können gar nicht mehr richtig antworten und sagen, bitte was? Und sie ist von einem, sie heißt Li Yoran. Und Li Yoran ist von einer Non-Profit-Organisation, die uns Sprachtraining anbieten kann. Ich glaube, wir brauchen kein Sprachtraining, aber der gute Mann hier scheint verliebt zu sein. Und
Es verlangt uns ein Herkules-Einsatz ab, um überhaupt irgendeine Antwort herauszukriegen. Wir sind schockverliebt. Und wir fragen, wie teuer das ist. Das wird wahrscheinlich kostenlos sein. Und sie sagt, naja, praktisch kostet es gar nichts. Denn wir werden vom Staat finanziert. Und ja, es gibt sogar ein Stipendium, ist das, glaube ich, wenn du die erste Prüfung bestehst und so weiter und so fort. Und dann sagen wir einfach mal, ja, wir geben dem einfach mal einen Versuch. Aber bitte lach nicht über mich, wenn ich versage. Und das ist jetzt hier unser Einstellungstest. Wir heißen, okay, please select the correct answer. 1 minus 2 ist minus 1. 1 minus 2 Fakultät ist plus 1. 1 mal 2 mal 3 ist 6. 36 durch 4 ist 9 durch 3 ist 3. Ja, wir sehen keine Klammern. 5 mal 5 ist 25 plus 5 ist 30. Dann haben wir hier 1111. Oh, kriegen wir auch hin. If you cut off one of the angles in a triangle. Also wenn du eine Seite abschneidest vom Dreieck. Wie viele Angles bleiben übrig? 3. Würde ich sagen. Hühner und Hasen passen in denselben Käfig, nicht Käse. Und 30 Füße wurden gesehen. Wenn da 5 Hasen sind, wie viele Chicken sind da noch? Naja, Hasen haben 4 Füße, würde ich mal behaupten. Also haben wir 20. Dann haben wir noch 5 Chicken mit jeweils 2 Füßen. Also 5 Hühner. Die Hauptstadt von China ist, naja, jetzt kann man sich nur blamieren. Die Hauptstadt von China. Ich glaube, das ist nicht richtig, was ich mache, oder? Das ist absolut falsch. Ich mache es einfach mal. Eben hat er gesagt, bitte nicht über mich lachen. Das gilt auch für euch. Na okay, für den Algorithmus könnt ihr gerne in den Kommentaren über mich lachen. please type the capitalized alphabet from A bis Z. Verstehe ich das richtig? Das Alphabet von A bis Z schreiben? L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Habe ich damals bei der Sesamstraße, glaube ich, gelernt, oder? Submit. Ja, Hongkong war falsch. Im Triangle. Das ist klar. Was ist denn die Hauptstadt von China? Das ist super peinlich, dass ich das nicht weiß, oder? Ja, wenn ich nachschaue, dann wird es super peinlich sein. Aber mir fällt es gerade wirklich nicht ein, ehrlich gesagt. Absolut Allgemeinbildung. Aber hier, wenn man von einem Dreieck eine Seite abschneidet, dann bleibt doch ein Dreieck. Oder man sagt, es sind 3 Dreiecke, deswegen hat man dann 6. Könnte auch sein. Ja, schauen wir mal. Aber ich würde sagen, 80er Score ist doch eigentlich ganz gut, oder? Wir haben auf jeden Fall den Test bestanden. Das ist ganz gut. Und 40% fallen durch. Ja, das ist doch ganz gut. Also das hier ist peinlich. Das habe ich, glaube ich, nicht richtig verstanden. Von daher. Aber die letzte Aufgabe ist schon ein bisschen trivial, oder? Einfach das Alphabet aufschreiben? Naja.
Okay. Also Vocational Training haben wir jetzt angenommen, würde ich sagen. Wir sprechen nochmal mit ihr. Wie kann man dich ansprechen? Gibt es irgendeine Taste, die sagt interagieren? Weiß ich gerade nicht. Ich schau mal kurz rein. Ah, es gibt kein... ich glaube, es gibt keine Art Kontrollübersicht. Aber ich kann, glaube ich, gerade nicht mit ihr reden. Also die Standardtasten funktionieren auf jeden Fall nicht. Okay, gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. Und hier ist das schwarze Brett. Direkt vor der Polizeistation. Und das ist ein Jobbroker. Sieht so das Arbeitsamt in China aus? Interessant. Und ja. Wir schauen mal, was er zu sagen hat. Und er fragt, hey, ein neuer kleiner Junge, der einen Job sucht. Ja, schau dir mal hier dieses Jobboard an. Und die Gig-Jobs, die bezahlen uns pro Tag. Das ist sicherlich gut, weil wir natürlich auch den unsere Unterkunft per Tag quasi anstreichen müssen. Das ist eigentlich ganz gut. Sind da irgendwelche Alternativen, fragen wir. Er sagt nein, momentan nicht. Aber er sagt uns Bescheid. Was gibt es hier? Schauen wir uns mal an. Wow, cool. Also es gibt hier Heavy Lifting. Also meinem Rücken geht es gerade nicht so gut. Aber 150 Yen pro Stück ist ja richtig gut. Man könnte sich verletzen. Wenn wir uns jetzt am Anfang verletzen, haben wir natürlich richtig verloren. Oder hier Kurzarbeit, Welder. Weiß nicht, was Welder heißt. Ich schätze mal Schweißer oder so. Experience is a plus. 8-Stunden-Schichten. Ja. Oder als Maskottchen. In 5-Stunden-Schichten. Aber hier steht auch Hitzegefahr. Oder einfach Autos waschen. Autos waschen finde ich gar nicht so schlecht. Da kann man sich nicht verletzen. 8-Stunden-Schicht. Ja, hier wieder was, dass wir uns verletzen können. Wir gehen mal mit dem Car-Service. Ah, wegen der Pandemie können wir das nicht. Oh nein. Wir sind mitten in der Pandemie hier. Ich dachte, wir sind hier in besseren Zeiten. Ja, da müssen wir Steine klopfen. Beziehungsweise tragen. Ja, gefällt mir eigentlich nicht so gut, aber wir schauen uns das mal an. Wir würden 90 Yen bekommen, das ist schon mal ganz gut. Und ja, die Chance, dass unsere dass unsere Mut sich ändert, ist natürlich relativ hoch, weil man natürlich nicht so gut gelaunt ist, wenn man Steine schleppen muss. Schauen wir uns mal an, wie das geht. Ja, würde ich mal sagen, machen wir. Wir rennen los und schleppen ein paar Steine. WASD bewegen, F to pick up. Ja, ist glaube ich okay. Und wir starten mit dem Arbeiten. Ich muss euch schon mal vorwarnen, ich bin richtig schlecht im Steine schleppen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben wirklich sehr wenige Steine geschleppt. Und aus diesem Grund könnte es sein, dass ich jetzt hier wirklich einen ganz miserablen Job mache. Es tut mir jetzt schon leid, wenn es so ist. Aber mir fehlt hier einfach so ein bisschen die Erfahrung. Aber ein ganz cooles Minispiel, oder? Muss ich sagen. Fällt mir ganz gut. Wenn man jetzt hier verschiedene Tagesarbeiten machen muss und das auch in Minispielen verpackt ist. Das ist schon ziemlich cool. Nehmen wir hier bisschen komplexere Aufgaben. Und hier brauchen wir 2 Steine nur von, aber
Legen wir einen rauf. Wunderbar. Legen hier auch schon mal einen rauf. Und holen nochmal hier ein paar Steine. Ach so, das sind die Bonuszahlungen, die wir gerade holen. Das ist gar nicht die Tageszahlung, sondern die Bonuszahlung. Das ist cool. Also hier können wir auf jeden Fall noch einmal einen Bonus holen. Die anderen Sachen schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Ja, das schaffen wir nicht mehr. Nein! Schade. Aber wir haben 112 Yen gemacht. Das ist gut. Wenn wir überlegen, dass eine Nacht in dem Zimmer 40 Yen gekostet hätte, das ist wirklich nicht schlecht. Und ja, wir holen uns jetzt ein bisschen Geld ab. Und wir sehen, dass wir zu wenig bekommen haben. Und wir sprechen das einfach mal an. Was sagt denn Yang Fugui? Er sagt, du bist neu im Job, nicht wahr? Das sind die Regeln. Der Vorarbeiter bekommt einen Teil von unserer Arbeit. Das ist unfair. Naja. Na gut. Das ist natürlich, wir wurden hier komplett exploitet, aber was sollen wir machen? Wir haben gerade keine andere Möglichkeit, als das zu nehmen, was wir kriegen können. Auch wenn es richtig fies ist. Und kriegen da mal richtig schön Tritt in die Magengrube. Was für... Hier bitte Schimpfwort einfügen. Wir sind 55 angry geworden. Ja, wütend wäre ich auch. Und da wurde ein bisschen auf uns eingeprügelt. Das ist nicht cool. Das ist so gar nicht cool. Wahrscheinlich sind wir verletzt. Kann ich mir vorstellen. Der erste Tag ist vorbei. Wir kommen komplett geschändet und verletzt nach Hause. Und das... Das ist das... Womit man leben muss. Es ist nicht immer Sonnenschein. Doch ohne Regen können keine Pflanzen wachsen. Tag 2. Unser Handy klingelt. Na, schauen wir mal. Wer ist das? Unbekannte Nummer? Gehe ich ungern ran. Ich google die Nummern lieber vorher, bevor ich zurückrufe. Ah, gehen wir mal ran, komm. Heute Abend ist die Deadline, mein Junge. Ja, 100. 100 müssen wir zahlen heute Abend. Das kriegen wir hin. Also 100 kriegen wir hin, würde ich sagen. Und da ist unsere Landlady. Guten Morgen, mein Guter. Wie war die Nacht? Ja, war echt schöner Duft im Raum. Das gefällt ihr nicht. Und sie fragt uns, was ist in deinem Gesicht passiert? Bist du in einen Kampf geraten? Und dann erzählen wir von den Bastarden auf der Baustelle. Ja, sie zeigt Verständnis. Okay. Und sie sagt, hey, gib mal ein bisschen Acht auf dich. Wir sagen, hey, es ist alles gut. Es ist alles gut. Und dadurch dadurch zeigen wir nicht wirklich unsere Gefühle, werden ein bisschen depressiv dadurch. Nicht schön, nicht schön. Der Jobcenter ist jetzt offen. Und wir nehmen natürlich einen Raum hier. Und heute Nacht nehmen wir das Einzelzimmer. Wir haben es uns verdient. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir natürlich 100 auch zahlen müssen noch. Sorry, Ass. Aha. Wir müssen natürlich ein bisschen was zahlen, das ist klar. Wir haben ein bisschen Hunger. Können wir hier noch was nehmen? Ein bisschen was auf die Hand. Ah, sorry, Ass. Hier sehen wir das, okay. Wir sind gerade ein Nobody. Okay. Nee, wir sind ein Sorry-Ass und wir wollen zum Niemand werden.
Und ich würde hier ganz gerne ein bisschen Food auf die Hand mitnehmen. Aber ich weiß noch nicht, wie man interagiert. Also die Tasten, mit denen man es eigentlich machen sollte, die sind es nicht. Vielleicht können wir den auch gar nicht ansprechen. Ja, wir wollen jemanden boxen. Das ist klar. Er ist angry. Sehen wir das hier vielleicht auch irgendwo? Relations. Hier sehen wir auf jeden Fall die Beziehung. Yao Yao. Ja, klar, ist unsere Tochter, unsere Schwester. Hier, Li Yuran. Ah, unsere große Liebe. Eventuell Summer Breeze. Und hier der Jobbroker. Vielleicht will er uns Gutes, vielleicht aber auch nicht. Aber die Landlady. Ich glaube, die möchte was Gutes mit uns. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Also wir können auf jeden Fall interagieren, aber ich weiß noch nicht, mit welcher Taste das möglich sein soll. Na, vielleicht geht's auch noch nicht. Shared Bike gibt's hier auch. Interessant. Wir müssen auf jeden Fall. Ja. Weiß noch nicht, wie man interagiert. Finden wir noch heraus. Sieht sehr, sehr eklig hier aus, muss ich sagen. Wir müssen auf jeden Fall Arbeit finden. Das ist jetzt das Wichtigste. Und deshalb laufen wir mal ein bisschen. Ja, wir müssen zum Arbeitsamt. Aber wo ist das Arbeitsamt? Hier ist der Park, hier ist Shopcenter. Okay, wir sind richtig. Wir laufen mal ein bisschen. Oh, ein Flohmarkt. Naja, aus deutscher Sicht ein Flohmarkt, hier vielleicht ein normaler Markt, ich weiß es nicht. Wir könnten auch hier resten, also wenn wir mal kein Geld für die Übernachtung haben, aber es wird bestimmt gefährlich sein. Und hier, was sehen wir hier? Hier gibt es immer Aktivitäten. Und hier gibt es Poker und so weiter und so fort. Finde ich cool, aber können wir natürlich gerade nicht machen. Wir hätten hier runtergehen müssen. Also gamblen werden wir ganz sicher nicht. Wir haben an unserem Vater gesehen, wie das enden kann. Must work even tired. Bist jetzt schon müde? Was ist denn los mit dir? Also, wir gehen natürlich hier ein bisschen runter. Und hier sehen wir das. Wir sind so ein bisschen hungrig. Wir können nicht mehr rennen, weil wir hungrig sind. Und ja, wir sind sehr, sehr angry, sehr wütend. Und was bedeutet das? Ja, wir könnten ein bisschen Sport treiben, um das dem entgegenzuwirken. Aber natürlich müssen wir jetzt arbeiten. Wir haben nicht die 100. Wir haben gerade keine Zeit. So gerne ich hier der Musik lauschen würde, ein bisschen entspannen, vielleicht auch ein bisschen spielen mit anderen im Park, ein bisschen Sport treiben. Wir müssen hier weiter ackern. Naja, vielleicht schauen wir noch mal bei unserer Freundin vorbei, aber sie ist nicht da. Schade. Dann gehen wir hier zurück zum Jobboard. Und bekommen 20 Cash. Okay, interessant. Und jetzt müssen wir hier natürlich auf das Board zugreifen. Und ich weiß nicht, wie das funktioniert. Das ist sehr ärgerlich. Haben wir hier vielleicht Codex? Wird es nicht sein, nee. Schauen wir mal in die Statistiken rein. Also es ist ein cooles Spiel. Ich glaube, das hat wirklich sehr viel Potenzial, wenn es rauskommt. Kommt 2022 raus. Aber mir fehlt jetzt so ein bisschen die Möglichkeit. Ah, einfach darauf klicken. Warte mal. Ich weiß jetzt, wie wir interagieren. Einfach raufklicken. Okay, wir haben einerseits Hauptstadt und jetzt das Raufklick-Gate. Aber wir schauen uns mal an, was wir hier noch machen können. Wir nehmen mal hier Ascher, oder? Concierge in einem Sparclub. Ist aber natürlich wegen der Pandemie gerade nicht da. Müssen wieder Bricks moven.
das ist nicht schön. Wir machen das mal automatisch. Und bekommen ein bisschen Geld. 100 müssen wir heute Abend abdrücken. Nicht schön, nicht schön, aber so langsam kommen wir rein in dieses Leben. Wir sind zwar noch nicht mal ein Niemand, aber zumindest haben wir ein bisschen was gelernt. Und zwar, wie man gut anpackt, wie man arbeitet, harte Arbeit, das können wir. Wir haben 90 Einkommen gehabt, 9 automatisch, Broker will 9,9 haben. Und wir sind noch mehr depressed. Alles nicht so schön. Wir haben jetzt 15 Uhr und müssen auf jeden Fall was essen. Wir werden auch angesprochen hier von einem Bauarbeiter wahrscheinlich. Schauen wir mal. Er hat seine Brieftasche vergessen und fragt uns, ob wir 8 Quai für ihn haben, für sein Mittagessen. Geben wir ihm. Und wir erzählen ihm, dass wir gerade so ein bisschen ein Tagelöhner sind und dass wir Steine schleppen. Und er stellt sich vor, er ist Mr. Sau und er ist ein Supervisor hier auf der Baustelle. Wie cool, vielleicht haben wir dadurch jetzt die Möglichkeit bekommen, nochmal aufzusteigen. Und wir sagen, hey, freut mich, dich kennenzulernen, Mr. Sau. Und wir sagen ihm, ja, wir haben diesen Job über den Broker bekommen und so weiter und so fort. Und er sagt, ja, du könntest aber auch direkt von mir Arbeit bekommen, ohne dass du zu dem Broker vorgehst, und zeigt hier auf den Seiteneingang. Okay, interessant. Und dann würden wir kein Brokergeld mehr zahlen. Haben wir bereits Brokergeld gezahlt? Ich glaube nicht, oder? Aber eine gute Sache, dass wir das auf jeden Fall können. Und wir sollen ihn nicht Sir nennen. Und er gibt uns bald unser Geld zurück. Ich glaube, es war eine gute Entscheidung. Und wir holen uns hier natürlich auch was zu essen. Aber das sieht nicht so lecker aus, ehrlich gesagt. Gibt es hier nicht nochmal Crab irgendwo? Ich möchte einen Crab essen. Wir können nicht laufen, das nervt mich ein bisschen. Weil wir hungrig sind. Naja, komm. Ja, wir sind sehr hungrig. Wir haben momentan wirklich schlechte Verhältnisse. Können wir auch mal was essen, was nicht so lecker aussieht. Wir nehmen hier mal ein Meal zu uns und sind jetzt auch wieder fit. Schön wäre natürlich, wenn wir unsere Aggression ein bisschen in den Griff bekommen. Oh, hier gäbe es noch mehr zu essen. Okay, gut zu wissen. Also das Spiel sieht cool aus. Coole Grafik. Und es gefällt mir auch vom Spielstil und so weiter. Wo sind wir gerade? Sind wir eher hier? Ne, hier sind wir. Wir wollen natürlich nach Hause. Das heißt, wir müssen hier runter. Also wäre schön, wenn wir irgendwie ein bisschen Sport machen können. Weiß nur nicht, wo wir das können. Müssen wir dafür irgendwie ins Fitnessstudio rein? Oder ich weiß es noch nicht. Parktask completed. $20. Okay, nehme ich an. Und wir haben jetzt die Abenddämmerung. Und hier die Ballons zerschießen sollten wir auf jeden Fall machen. Vielleicht können wir da irgendwie unsere Aggression ein bisschen abarbeiten. Finde ich nicht verkehrt. Also hier gibt es auch noch neben der Aggression auch noch selbstsicher und unsicher und hier ja depressiv und sogar suizidal irgendwann. Und wir holen uns natürlich mal ein bisschen was. Und zerstören hier mal ein paar Ballons. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Das ist eine komische Steuerung, aber ich glaube, das soll so sein. Damit wir entsprechend auch
es schwerer haben, die Ballons zu zerstören. Ah, nur 8 leider. 2 haben wir nicht geholt. Aber es ist ganz gut gewesen, glaube ich. Und wir bekommen Tough und Deft dazu. Das ist, glaube ich, ganz schön. Und ja, es sind nicht mehr aggressiv. Das ist gut. Das hat gut geklappt. Wir müssen jetzt hier rechts lang. Aber wir wollen doch einmal kurz der Musik lauschen, oder? Ja. Was ist denn hier los? Ja. Die Tanztanten. Da gehen wir hin. Hier, zu den Tanztanten. Ich möchte mittanzen. Join them, klar. Oh Gott. Das kriege ich niemals hin. Okay. Bin bereit. Oh mein Gott. Wir sind jetzt eine Tanztante. Wir sind eine Tanztante. Ja, das ist doch schön. Was für eine schöne Musik. Und was für schöne Bewegung hier. Also wenn ich keine Tanztante bin, dann ist es niemand. Ja, da kann uns keiner was vormachen. Wir sind eine Tanztante. Wie schön. Das Spiel hat echt schöne Möglichkeiten und ich bin hier gerade absolut überfordert mit dem Multitasking. Also ich muss einerseits die Knöpfe unten drücken und dann auch noch mit Enter mit Leertaste bestätigen. Das ist nicht so einfach. Aber hey, wir haben die Beziehung zu den Tanztanten verbessert. Und es geht uns richtig gut. Jawohl. Das sind die Tanztanten hier. Wie cool. Was für ein cooles Spiel, bitte. Was für ein cooles Spiel. Also ich glaube, hier gibt es richtig viele Möglichkeiten. Viele Dinge, die man machen kann. Oh, ein Bettler. Können wir hier noch ein bisschen was da lassen? Ja. Ein bisschen was dagelassen für den Bettler. The door's closed. Ich möchte gerne durch. Wie komme ich denn sonst nach Hause? Hier runter vielleicht. Das ist ja jetzt ein bisschen ärgerlich. Na, dann gehen wir nochmal bei den Tanztanten vorbei. Ja, da ist wieder die Musik. Die Musik, die mein Herz berührt. Und wie zahlen wir das überhaupt an den Schuldeneintreiber, an den Kreditteil? Hier ist nochmal der andere Sänger. Hier gäbe es noch Schach. Na komm, eine Runde Schach. Komm, das machen wir. Okay, ich habe keine Ahnung, wie dieses Schach funktioniert. Naja, hier, wenn er ihn hier decken sollte, was ich, nee, das ist ein Bauer, oder? Das ist ein Bauer. Die Kanone. Wie kann er denn laufen? Ich weiß nicht, was das hier ist. Das ist wahrscheinlich die Dame. Ich weiß gerade nicht, wie unsere Leute laufen können. Das ist die Frage. Also er kann gerade laufen. Das ist der Turm, der kann auch gerade laufen. Also das scheint auch ein Turm zu sein. Aber ich weiß nicht, wie der laufen kann. Wäre blöd, wenn ich den hier oben hinschicke. Hm.
wir... Ja, wie machen wir das jetzt? Wir können mit dem König ihn hier schlagen. Warum können wir das nicht? Wir können ihn hier nicht schlagen. Also ich habe diese Schach noch nicht so richtig verstanden, glaube ich. Und das ist ein Problem. Komm, wir laufen mal hier hoch. Und dann schlagen wir hier den König. Geht nicht, anscheinend. Ja, ich habe es nicht verstanden. Dann verlieren wir einfach mal. Ist okay. Wunderbar, wir haben verloren. Nicht so schlimm. Immerhin haben wir ein bisschen an unserer Intelligenz gearbeitet dadurch. Schauen wir mal, ob wir jetzt noch nach Hause kommen. Hier ist der Hund. Also hier waren wir vorhin, oder? Ja, guck mal hier. Hier ist das Hostel. Wir hätten gar nicht hier oben hingemusst. Wir sind schon richtig hier. Das heißt, wir kommen hier jetzt zum Hostel. Daneben ist der Fashion Store, also falls wir neue Kleidung brauchen. Das Rote ist wahrscheinlich in der Demo nicht verfügbar, kann ich mir vorstellen. E-Sport Clubs. Ein Matt Conald. Oh, die haben bestimmt leckere Burger. Aber gibt es vielleicht noch irgendwie was, wo wir unsere Kleidung waschen können? Hier wahrscheinlich, oder? Ja, du bist der Kreditei. Ich zahle das doch. Komm, geh mir nicht auf den imaginären... Oh, okay. Wir sind jetzt hier in der Nacht. Das war interessant. Warum war denn eine Kamera? Interessant. Okay. Wir haben auf jeden Fall einen Privatraum gehabt. Und dadurch geht es uns gut. Wir haben auch Hygiene und so weiter bekommen, weil wir auch eine Dusche hatten. Das ist gut. Das heißt, es geht uns gerade richtig gut, außer wir müssen nochmal essen, klar. Und die Kleidung scheint auch wieder frischer zu sein. Auch das ist gut. Müssen wir heute Abend auch wieder 100 zahlen? Ja, jeden Tag. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, wir können auch heute Abend nochmal das Zimmer nehmen. Was haben wir hier? Komm, wir schauen noch einmal rein. Fashion Store. Einmal nur reinlugen. Nur mal gucken, was wir haben. Hallo, Store Staff. Was habt ihr denn heute? Oh, das ist viel zu teuer. Nein, nein, das können wir uns nicht leisten. Ich habe hier nur die 5 gesehen und dachte mir, okay, 5 ist doch eine tolle Sache. Komm, wir nehmen heute was zum Mitnehmen. Ja, einmal für 6 Quai. Essen wir mal ein bisschen was. Sehr, sehr schön. Ein Bettler. Wir haben einmal einem Bettler was gegeben. Das ist okay. Wir streicheln den Hund. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Dann würde ich sagen, werden wir diesen Tag noch miterleben. Und dann war es das auch erstmal für dieses kurze Angespielt. Es ist ja auch nur die Demo. Wir wären sowieso irgendwann an einem Punkt, wo wir nicht weiterkommen würden. Und das ist okay. Denn wir wissen ja, dass wir in Bälde dieses Spiel spielen können. Und ich glaube, es ist ein sehr, sehr cooles Spiel, welches sich lohnt. Wir versuchen es mal über den Seiteneingang. Wir haben ja Mr. Sour kennengelernt. Guck mal, die Tanztanten sind nicht immer hier. Das sind dann nur irgendwie so ein abendliches Erlebnis mit denen. Ja, und wo waren wir? Ich glaube, wir waren hier, oder? Kann das sein? Ist das Gamble Game? Nee. Wir waren oben. Schauen wir mal, ob wir über diesen Seiteneingang irgendwie weiterkommen. Das wäre auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Schauen wir mal. Also, wir gehen hier hoch. Guten Tag. Wo müssen wir abbiegen? Ich glaube, hier nicht. Ich habe mir nicht ganz gemerkt, wo wir waren. Ja, wir brauchen Jobs, das weiß ich schon. Aber hier oben
Ja, hier oben ist die Construction Site. Sehr, sehr gut. Und schauen wir mal, ob wir durch den Hintereingang kommen. Hat er das hier gemeint oder hat er hier noch einen Seiteneingang gemeint? Ich sehe hier keinen. Wir gehen mal durch diesen Eingang hier. Schauen hier nochmal auf diese Seite. Wir gehen hier mal rein. Und sagen, hey, wir sind von Mr. Sau und können hier nochmal Steine schleppen. Machen wir nochmal automatisch, wir haben es ja einmal gesehen. Andere Arbeiten gibt es dann natürlich auch noch zu Genüge, die sich dann ja auch nochmal stark davon abheben. Das finde ich ziemlich cool, auch dass man hier levelt und so weiter. Das hat schon was. Also das Spiel hat wirklich was. Das gefällt mir richtig gut. Und jetzt Level 3 hier, sind depressed. Aber kein Problem, wir haben jetzt genügend Geld, um nochmal zu essen. Wir haben 184. Und dann auch nochmal in den Park zu gehen. Wobei, es geht eigentlich. Schaut mal. Nur hier ist ein kleines Problem. Aber wir können tanzen. Ja, zu den Tanztanten würde ich gerne nochmal gehen. Auch wenn es nicht so super aussah. Ja, komm, wir essen mal hier. Einmal ein Combo-Meal bitte für 8 Quai. Wunderbar. Aber sind nochmal mehr depressed dadurch. Liegt es vielleicht daran, dass das Essen nicht so lecker ist? Vielleicht. Wir müssen jetzt ein bisschen auf die Zeit achten. Also wir wollen noch einmal tanzen gehen mit den Tanztanten. Und dann müssen wir auf jeden Fall nochmal unser Bett buchen. Das wäre auch relativ wichtig. Das war auch ein witziges Spiel hier. Sind die Tanztanten da? Nein! Die sind nicht da. Das ist jetzt ärgerlich. Okay. Also die Tanztanten sind wahrscheinlich nur montagabends da oder so. Wir sehen, hier haben wir Dienstag. Und was können wir sonst machen? Oh, ein Zukunfts... Ein Wahrsager? Und wir sagen ja, wir wollen das mal probieren. Für 20 Quai ist ein bisschen teuer, ne? Ja, wir sind jetzt ein bisschen wütend und depressiv, weil er gesagt hat, oh, es kommt irgendwas Schlimmes über dich. Als wir gesagt haben, nee, 20 Quai sind mir ein bisschen zu teuer für eine Wahrsagung, aber es ist auch ein bisschen teuer. Es ist ja die halbe Nacht hier im Hotel oder im Hostel. Was ich gerne noch einmal mir anschauen möchte, ist hier die Wäscherei. Und hier können wir wahrscheinlich dann unsere Kleidung waschen, kann ich mir vorstellen. Und wie teuer ist denn das? Schauen wir mal. Boah. Ach so, hier schaut mal. Das ist gar kein Waschsalon, sondern hier kann man Handys kaufen. Ich habe nur Wash gesehen, aber Washchen-Coms ist wahrscheinlich irgendwie Kommunikationssaal. Ja, dann liegt es wahrscheinlich wirklich an der Art, wie man haust, wie hygienisch dann auch die Kleidung ist, kann ich mir vorstellen. Ich hätte gedacht, man müsste jetzt nochmal in so einen Waschsalon oder so. Aber okay. Das heißt, wir mieten hier schon mal ein Zimmer. Hier, 40 die Nacht. Wunderbar. 136 haben wir noch. Also am Ende der Nacht haben wir noch 36. Ja, so richtig weit kommen wir nicht, wenn es nicht vorangeht. Wir brauchen natürlich jetzt deutlich mehr Geld mit der Zeit. Aber das werden wir nicht mal heute erleben. Hier können wir auch mit dem Fahrrad fahren. Das ist natürlich auch super. Da werden wir noch mal ein bisschen schneller. Ich würde sagen, wir beenden das hier an dieser Stelle. Aber wir beenden es nicht einfach so. Einfach in den dreckigen, ekligen Gassen, sondern nein, wir beenden es hier beim Straßenmusikant
und lassen das Spiel hier an der Stelle ausklingen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das gefallen hat, dann könnten euch vielleicht auch noch andere Spiele interessieren, die in Beta rauskommen. Und dann schaut doch mal hier links vorbei oder hier rechts, wenn ihr noch weitere Angespielt-Formate dieser Art von mir sehen wollt.